Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem ganz, ganz großen Ankündigungsvideo beziehungsweise Update-Video beziehungsweise was weiß ich was alles Video. Und zwar, ja, es gibt eine sehr, sehr große Umstellung bei meinen beiden Kanälen jetzt. Und warum das Ganze jetzt hier kommt, obwohl das ja erst als Zweitkanal geplant war, darum geht es jetzt auch so ein bisschen. Ich möchte allerdings erstmal mit der kleineren Sache anfangen, und zwar habe ich, wie ihr jetzt vielleicht schon sehen könnt, wenn das Video online kommt, soll es eigentlich auch schon da sein, das neue Kanaldesign gemacht, was ihr auch schon auf Twitter lesen konntet. Und zwar hier einmal einen neuen Avatar, der jetzt hier so auf Full HD gerade, wie ich es hier gerade auch sehe, hochskaliert etwas nicht so gut aussieht vielleicht. Und da fällt mir gerade auf, ich habe das gar nicht so groß gemacht wie möglich. So, besser. Besser auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, ich finde, es sieht eigentlich so relativ gescheit aus, was mir gerade so ein bisschen auffällt. Ich werde wahrscheinlich nochmal da gleich nochmal ganz kurz mit was drüber arbeiten. Nochmal. Mir fällt gerade auf, das sieht vielleicht doch nicht so cool aus, wenn es jetzt hier überall ganz an den Rand rangeht. Der äußere Kreis, aber ich werde nochmal sehen, so ungefähr. Falls wir es dann auch aussehen gleich, wenn ihr es seht. Ich finde, es sieht auf jeden Fall so viel, viel besser aus als das alte. Und natürlich dementsprechend auch einen Kanalbanner. Da muss man natürlich auch beachten, bei dem Kanalbanner ist es immer so, dass dieser gesamte Kanalbanner, den ihr gerade seht, den wird man nur sehen, wenn man das Ganze auf sich auf einem Fernseher anschaut. Habe ich mir nicht für den Fernseher angeschaut, deswegen weiß ich auch nicht richtig, wie man das sich dann anguckt oder so. Jedenfalls gibt es auch im Internet dann so eine Datei, so ein Bild, was ich gefunden habe. Das legt man dann da einfach drüber über das Photoshop-Dokument oder im Photoshop. Und dann sieht man das von der Größe her. Also, ihr seht ja dann, wenn ihr auf meinen Kanal geht, wie das dann aussieht, das ist auf jeden Fall etwas rangezoomter. Mir ist auch erst gerade aufgefallen, dass davon die Seitenverhältnisse 16 zu 9 sind. Aber okay. Das wird erstmal so die kleinere Ankündigung. Ich lasse das Bild jetzt mal drin, weil es cool aussieht. Und ja, und sonst seht ihr vielleicht auch schon, dass mein Kanal nicht mehr Gboard Gaming heißt, sondern hier nur noch Gboard. Wenn ihr auf meinen alten Kanal geht, dann seht ihr vielleicht, dass der Gboard in Klammern alt heißt oder irgendwie so. Ich werde es gleich erst umbenennen, deswegen weiß ich nicht, wie ich es denn genau machen werde, aber ich werde das Ganze etwas ändern. Ja, ich werde nämlich meinen alten Kanal nicht mehr weiter fortführen, sondern das Ganze auf diesem Kanal hier zusammenführen. Bisschen so, woran es liegt, ist ganz einfach. Ich habe schon immer eigentlich auf YouTube Let's Play. Ich hatte schon mehrere Kanäle vor diesem Kanal, mache ich Let's Play und sowas. Dann wurde mein Laptop, den ich am Anfang hatte, als ich meinen alten Kanal, gleich auch den hier erstellt habe, der war nicht mehr so richtig imstande dazu, gescheit irgendwelche Spiele zu spielen. Deswegen, alles was damals kam, war dieses eine Minecraft-Video, wo ich 4 Jahre lang Minecraft gespielt hatte, dann insgesamt, als Special so. Und dann halt noch dieses andere Spiel, mir fällt gerade der Name davon nicht ein. Ich habe gerade Steam offen, ne? Deswegen kann ich es ganz kurz nachgucken. Ah, wo ist es? Gott, wie professionell hier alles vorbereitet. So ist man sich kein Skript macht. Genau, Plug and Play. Habe ich ja dort auch gespielt und sowas. Ja, sowas funktioniert halt einfach. Das funktioniert aber auch auf jedem PC. Selbst wenn ihr aus der Steinzeit ist, wenn es solche alten 2D-Spiele sind, beziehungsweise ist alt, aber wenn es halt solche 2D-Spiele sind. Und ja, am Anfang, ich habe halt gesagt, ja, ich wollte mal wieder YouTube machen, wieder YouTube-Videos machen. Dann habe ich halt gedacht, ja, Let's Plays wird halt eben schwierig. Probiere ich halt einfach was komplett anderes aus. Und das hat mir auch relativ viel Spaß gemacht, soweit. Aber jetzt halt mit dem neuen PC und allem, dann habe ich wieder mehr angefangen zu zocken, natürlich dementsprechend. Und dann hat sich das halt wieder so ergeben in den Let's Plays, die das jetzt, wie gesagt, täglich machen, da bleibt auch nicht die Zeit dafür, beziehungsweise auch nicht die Muße und auch nicht die Lust. Und deswegen, ich habe es auch gemerkt, wo ich mich dann dazu gezwungen habe, wirklich dann jede Woche ein Video rauszuhauen, dass die Qualität natürlich auch darunter extremst gelitten hat. Beziehungsweise einfach nicht das war, was ich so wollte. Und deswegen habe ich mir dann so gedacht, so jetzt habe ich sowieso einen Monat lang fast keine Videos mehr gemacht, oder über einen Monat, glaube ich schon. Ich habe mir jetzt einfach gedacht, nee, ich mache das jetzt nicht mehr weiter, sondern ich kann ja auch die Videos einfach hier machen. Das wird ja auch dann nicht so viel sein. Ich meine, in Zukunft werde ich wahrscheinlich wieder welche machen dort auf dem Kanal. Oder habe ich mir so gedacht, auf dem Kanal will ich mir welche machen. Aber jetzt mache ich halt einfach alles hier. An einem Ort, an einem Platz, weil ich denke dann doch, dass es auch so ein bisschen einfacher ist für uns alle. Da habt ihr auch nicht so 10 Millionen Kanäle abonniert immer. Kenne ich ja von mir selber. Ich kann ja auch mal ganz kurz nachgucken, wie viele ich abonniert habe mit meinem privaten Account. Sind das nämlich exakt Unos Momentos Abos, Aufhaltung 214 Abos habe ich, also nicht Abos habe ich, sondern 214 Leute habe ich, um
214 Kanäle habe ich abonniert, so bei der Schute raus. Sind jetzt mittlerweile auch schon ein paar davon wieder inaktiv und alles Mögliche muss ich auch mal wieder durchgehen. Aber das ist ein anderes Thema. Und über Sachen, die ich halt hauptsächlich auf dem Kanal gemacht habe, war ja dann am Ende, dass ich über irgendwelche Themen geredet habe, meine Meinung abgegeben habe zu irgendwelchen Sachen. Und halt eben Dinge aus meinem täglichen Leben erzählt habe. Und genau das kann man ja auch perfekt mit Let's Plays machen. Und deswegen werde ich mir vielleicht noch ein kleines Format suchen, beziehungsweise das nächste Let's Play-Format, was nämlich startet, was nicht startet, nachdem ich mit GameCorp DX dann durch bin, weil ich auch schon angekündigt habe, wenn ihr GameCorp DX anguckt, wird dann nicht ein neues Spiel kommen, das nicht prima dazu eignet, ein bisschen dazu was zu reden, und dann werde ich vielleicht nochmal umfassende Infos dazu aufschreiben und dann mir auch vielleicht einen Gast einladen, was mir jetzt auch gerade so spontan eigentlich einfällt, mit dem man dann auch mal ein paar Themen reden kann. Ja, ich denke mal, der Gast wird ja klar sein für die meisten, und Mr. Volio wahrscheinlich sein. Aber ich glaube, der besitzt dieses Spiel nicht und ich kann ja nicht zu bewegen, aber man kann ja zusammen skypen oder sowas. Also wenn du es hier siehst, dann frage ich auch, welches Spiel ich schreibe hier dann. Natürlich nur, wenn du es nicht verrätst, ja klar. Aber ich werde ja wahrscheinlich mit GameCop DX nächste Woche sowieso fertig werden. Also, das ist wie gesagt so ein ganz kurzes Ankündigungsvideo. Demnächst wird dann auch nochmal ein weiteres kleines Video kommen, in dem ich vielleicht so einen kleinen Upload-Plan vorstellen möchte, weil ich habe nämlich angefangen. Ich kann das, glaube ich, sogar zeigen. Ich glaube, ich kann es sogar zeigen. Ja, ich kann das zeigen. Jetzt muss ich nur hier umstellen. Nein, halt. Ja, da habe ich getestet ein bisschen. Tut mir leid. Und zwar habe ich jetzt hier nämlich angefangen, den Kalender von Windows 10 einfach mal zu benutzen. Dann mal die ganzen Videos einzutragen. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel Montag, Rocket League Dienstag, GameCop DX Mittwoch. Und sonntags sind die auch überall schon eingetragen, hier für immer und ewig. Automatisch die ganzen Scrap-Mechanics-Sachen mit Mr. Volio, die ja immer kommen, planmäßig. Und hier der GameCop DX sind heute City Skylines. Und was ich gerne noch hochlade, was ich gerade eben schon aufgenommen habe, für morgen noch City Skylines, noch eine Folge. Und dann sehe ich hier schon das zum Beispiel fertig. Nicht unbedingt drauf drücken, und dann habe ich einfach so einen viel besseren Überblick. Und da sieht man jetzt auch viel besser, wann ich welche Videos soweit mache. Und da habe ich mir schon wieder direkt so einen Uploadplan überlegt, wie man das so machen könnte. Aber es wird nicht so ein Uploadplan in dem Sinne werden, sondern welches, was ist das hier, was? Jetzt habe ich ja alle meine geheimen Settings gezeigt, oh mein Gott. Sondern ja, ihr seht es ja dann, und ich rede jetzt schon 7 Minuten 50 schon wieder, was ich eigentlich gleich machen will. Und ja, was ihr gesehen habt, wenn ich jetzt wieder hier hinwechsle, ja, hier ist eine aktuelle Scrap Mechanic Intro drin. Das ist echt Sound, nein, es macht keinen Sound. Gut, habe ich auch, glaube ich, ausgestellt. Und zwar möchte ich nämlich ein Intro machen, das dann vor jedem Video hier kommt. Und so muss ich mich jetzt nicht gar nicht schneiden, weil so da am Anfang, immer dann, wenn man das hier startet, das Intro abgespielt wird. Und dann geht das eigentliche Video los. Und so werde ich es halt wahrscheinlich in Zukunft dann auch machen, weil ich muss da nichts mehr schneiden. Das heißt, ich kann mir einen ziemlich fetten Umweg einfach sparen. Von teilweise über 1 Stunde rendern, ne? Das ist natürlich auch eine krasse Sache. Mal fangen Intro, und es wird auch in diesem Style ungefähr so sein, wie es hier schon seht. Aber ja, wie gesagt, das war es auch schon gewesen. Ich wollte es nur mal ganz kurz ein kleines Update geben. Eine ganz, ganz kleine, hier haben wir es, große Ankündigung. Und damit würde ich jetzt schon sagen, bis zur nächsten Folge. Nein, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Stay tuned, euer Lukas.